So, ich komme. Ich glaube, da unten ist nichts. Oder unendliche Tiefe. Tschüss. So, Shiro, dann spring mal. War schön mit dir. Also boah, sonst erschieße ich dich. Also beweg dich. Komm runter, ich hab überhaupt keinen Fallschaden gekriegt. Und dann springt die echt hinterher, da sehen wir gesehen, wie meine Leiste weggegangen ist. Oh, guck mal, da ist ein Vieh. Dann töte er es doch. Ja, dann lass mich durch! Wie soll ich denn bitte das Vieh töten, wenn du mich zubaust? Ich kann das gar nicht einsetzen. Wieso kann ich denn meine Copper-Pickaxe nicht auf dem Slot 0 einsetzen? Oha, wie schnell ich den Down gekriegt habe. Was so eine bessere Waffe eigentlich ausmacht, das ist schon heftig. So, baue ich mir hier das Ganze ab. Nicht hier nicht rein, kann ich das nicht abbauen? Doch, es geht. Ja. Ich komme. Hast du's? Erstmal kaputt machen, damit du es nicht klauen kannst. Und dann gucken, was ich bekommen habe. Hast du doch gar nicht vor, es zu klauen? Ich hab gedacht, du wärst Ströske. Nein, ich wär nicht Ströske. Ich bin ein Teamplayer und kein Anti-Teamplayer. Ja, ja. So, den Deadblock. Übrigens, ne? Mir wird zugeschaut. Dir wird zugeschaut? Wo wird dir zugeschaut? Die ganze Zeit, auf Steam. Achso, hast du es aktiviert, den Beta-Kram? Ja, weil das immer alle wollten. Ja. Dass sie mir zuschauen können, auch wenn ich aufnehme. Ich schätze mal, dass das ist. The machine that hobby is travelers used to record geological information. Ah. Alter Schwede. Wie viel Müll ich dabei habe. Ich glaube, ich muss bei meinem Inventar lernen. Wir müssen irgendwann mal nach oben und mal in Ruhe sortieren. Ich bleib jetzt oben. Hab ich denn inzwischen. Alter, ist die Copper Pickaxe cool. Wo war nochmal das Eisenerz? Ich glaube, es war hier. Da, ja. Eisenerz. Hast du irgendwie schon wie bist du denn bitte nach oben? Weil ich kann mich nicht porten. Wer ist? Ja. Ich? Oder nee, wer? Nee, Ströske. Achso. Wie bist du da nach oben, wenn du dich nicht porten kannst? Wahrscheinlich immer weiter nach oben. Ich bin gestorben. Oder natürlich, man macht den Ströske und stirbt einfach. Das ist auch eine Idee. Wollen wir uns nach oben wieder bauen? Können wir gerne machen. Ja, dann bau du mal. Warte, ich setz mal eben eine Fackel. Hä? Bin dunkel. Achso, dafür muss ich nah dran sein, deswegen. Hast du gerade meine Fackel abgebaut? Das ist natürlich äußerst klug. Ich glaube, es gibt hier aber auch Blöcke, wie ich es richtig in Erinnerung habe, die von der Erdanziehungskraft betroffen sind. Also müssen wir mit den Karten. Ach, da oben ist ein Vieh. Ich glaube, diesen Hahn muss man den nicht angreifen. Willst du es testen? Alter! Wenn man sie angreift, wehren die sich. Ich versuch's ja. Greifst du mich an? Nein, tut er nicht. Warte. Doch, doch, der hat angegriffen. Nein. Genau gesehen. Du hast ihn angegriffen, aber egal. Hab ich gar nicht. Hab ich gar nicht. Der hier greift mal wirklich an. Okay, dann lass uns mal hier hoch. Ich hab ein neues Lager gefunden. Und uns durchbauen. Warte, ich mach. Ich hab eine schnelle Copper Pickaxe. Auch eine. Du benutzt sie irgendwie. Wow, 3x3 baut die ab. Wahnsinn. Ja. Geil, ne? Aber man muss halt näher an den Blöcken dran sein dafür. Als bei den anderen. Ich wollte gerade schon fast automatisch angreifen. Aber die spawnen also nach, ne? Dankeschön. Bitte, bitte. Weil ich ein Teamplayer bin, achte ich ja darauf, dass du auch hoch kannst. Im Gegensatz zu einem gewissen. Kann man eigentlich auch einzelne Blöcke setzen oder nur 2x2? Weiß ich nicht. Achso! Ich hab schon. So, jetzt müssen wir hier hoch. Nein! Oh, du bist auch ein Depp. Okay, wie wird das nochmal mit Teamplayer? Kommen wir rauf? Nein, können wir nicht. Hoch. Aber so passt es. Wow. Aber ganz genau. Da seht ihr mal einen Leitara und mich, wie wir. Wie wir tatsächlich als Team spielen. Ja. Ja, ja. So, hier hin.
Oh Scheiße, ich hab's auch so nicht angegriffen. Oh. Ups. Egal. Es kommt hinterher. So, op. Warte. Moment. Ich komme mit den Tasten noch nicht so klar. Mit den Hotkeys. Hier links lang. Hier rechts sind Fackeln. Ja, aber hier links auch. Ich hab ja überall erkundet. Alter Schwede. Also hier geht's nicht mehr höher. Da rechts sind keine Fackeln. Hier rechts, keine Fackeln. Hier geht's aber höher. Da haben wir keine Fackeln. Hier links sind aber Fackeln. So. Hier habe ich mich runtergebaut. So, dann wird's aber jetzt spannend. Müssen wir gleichzeitig springen. Nee. Warte. Eins, zwei, genau. So ein Feiner! Ich bin frei! Ja, nachdem du mich zugebaut hast! Ach so. Boah, ah, du hast mich noch mehr eingebaut! Hab ich gar nicht! So, okay, ich revidiere Sachen. Meine Entscheidung, dass wir Teamplayer sind. Ich nicht? Ich schon. So, dann wollen wir mal Inventar. Also ich leere einfach an dieser Stelle mal mein Inventar und werde wahrscheinlich einen Cut machen. Dann. Du meinst, wenn du dran denkst. Nein, wenn ich das für wichtig erachte oder wenn ich sage, okay, das ist wichtig, was wir hier gemacht haben, dann werde ich höchstwahrscheinlich keinen Cut machen. Du weißt ja nicht, was in der Zwischenzeit passiert. Ne? Also entweder ist ein Cut jetzt hier und links ihr hört rechts mich nicht, lang. Oder? Dann nach oben porten. Was? Ach, du bist auf dem Schiff oder was? Ja. Damit du in Sicherheit bist. Genau, damit ich einmal Inventar leeren kann und einmal alles Unwichtige wegpacken. So, mache ich jetzt auch. Stimmt, man kann ja hier einfach alles lagern. Oh, einfach alles aufs Schiff packen. Geh mal Leitara belästigen. Was? Nein! Können die anderen an meine Truhe? Ja, also ich würde sagen, wir vereinbaren einfach mal, dass man nicht klaut. Ja, finde ich auch gut. Hast du gehört, Straske? Ja. Wird hoch und heilig nicht dein Essen klauen. Nicht nur mein Essen. Kein Essen, sondern einfach generell nichts. Okay, ich werde nichts klauen. Wieso glaube ich Ihnen das gerade nicht? Aus dem selben Grund, warum ich ihm das auch nicht glaube. Ja. Natives. Und weg ist er. Was hat er dir geklaut? Dass ich es gesehen hätte. Heißt aber nicht, dass er nichts geklaut hat. Oh. So, Iron Anvil Craft. So vertrauen wir uns. Nein, wir reden hier von dir. Wir kennen dich halt. Was soll das heißen? Nichts. Ich für euch hoffen. So. Wie viele Storage Container es gibt verschiedene. Ich mach mir ein Haus. Bongo. Okay. Oh cool, ich kann mir einen Stuhl hinstellen. So. Na, wo habe ich es denn hier? Natürlich auch noch ein Anvil. Okay. Kann man alte Waffen verkaufen? Gibt es sowas wie Händler? Ich weiß es nicht, aber unten steht ja immer, wie viel das ist. Ja, es gibt Städte, aber die sind selten. Die haben wir manchmal sind sie feindlich. Nee. Noch nicht. Natürlich schlecht. Und die sind sehr gut bewaffnet, wollte ich nur mal sagen. Natürlich noch schlechter, wenn die uns. Wenn die sich gegen unsere Friedensangebote wehren. Natürlich. Jetzt Final Town von Meteor Pain 20 Core Fragments. Ah, okay, das heißt, wir müssen dann ganz tief in den Untergrund. Nähe des Planetenkerns. Sonst noch irgendwelche Wünsche? Und irgendwie, ja, so kann man also, schnell. Ja, anbauen können wir wahrscheinlich nur auf dem Planeten und dafür brauche ich eh das Weed von Hendrik. Wie? Hä? Du willst mein Weed kriegen? Ja, hätte ich schon ganz gerne. Was? Erstmal bin ich jetzt ein Anvil, ja? Ich auch. Wollen wir dafür nicht extra eine WG bauen?
Wollen wir eine WG bauen oder trotzdem müssen alle wir einzeln. Alle das Dings haben. Wir müssen ja trotzdem alle die ganzen Quests haben. Also ich mach mir mal ein paar. Du musst nur eins reparieren, wirklich. Okay, also wir brauchen jetzt 20 Core Fragments, um das Schiff zu reparieren. Richtig, und die, wenn du die hast und das Schiff repariert ist, dann kannst du zu anderen Planeten reisen ab dann. Okay, das heißt, jetzt haben wir eine vernünftige Quest. Das heißt, als nächstes machen wir die Harvest Quest. Ja. Kann man irgendwie was einfach so rüberziehen oder müssen wir die jetzt echt alle einzeln rüberziehen in die Kiste? Kann eigentlich das Essen überhaupt runtergehen? Also Hunger? Kann man überhaupt Hunger kriegen? Weiß es nicht. Aber ich glaube, dass Hunger ist dafür da, dass man sich dabei nämlich heilt. Wo habt ihr Hunger? An sich habe ich keinen Hungerbalken, aber wenn du was isst, dann heilst du dich. Was du? Ich habe ein Potato Seed. Ah, und Purple Seed habe ich auch. Aber ich tue mal hier meinen ganzen Shit in Kisten. Weil man weiß ja nicht, wofür wir die später noch brauchen, bevor ich jetzt die ganze Zeit damit rumlaufe. Tue ich die mal eben hier rein. Ich habe mir schon mal eine kleine Hütte gebaut. Wo denn? Jungs, wo? Hä? Jungs. Also irgendwie... Das finde ich schon raus, wo das ist. Teleport, Streske. Ich finde es aber cool, dass jeder sein eigenes Schiff hat, dass man dahin zurückgehen kann. Na, Hauptsache, du bist auf deinem Schiff. Alter. So, jetzt habe ich mir Doppelsprung geholt. Wie das denn? Wie hast du das gemacht? Ja, indem man farmen geht. Andere Tiere abschlachtend. Und wie meintest du das gerade mit, du hast es dir geholt? Ich brauche Tech-Chips dafür. Und hör auf, mein Schiff zu anzupuppeln. Na, wenn du und dann musst du mal mit den Tech-Chips muss man wohin gehen? Ihr habt noch keinen, ihr müsst farmen. Ja, was muss man denn bauen? Was ist denn das, was du bauen musst? Ich hab Reis. Paske! Der antwortet einem nicht, das ist egal. Das kriegst du denn? Ja! Geh das einfach farmen. Wie du einfach überhaupt keine Informationen austauscht. Ja, das machst du aber nie. Irgendwie ist das ein wenig frustrierend. Ja, du kannst eigentlich 5 Stunden auf ihn einreden. Bakshi, Junge, also, kennt sich am besten damit herzlich aus. Willkommen zu unserem Let's Play Together mit Shiro. Der Stress geredet nur nebenher mit. Der spielt eigentlich gar nicht mit. Also in diesem Zweier-Let's Play von Starbound. Okay, dann gebe ich euch mal das Together-Let's Play, indem ich mal kurz den Server abschalten gehe. Verdammt! Jetzt weiß ich wieder, warum wir mit ihm gespielt haben. Ich hatte es ganz vergessen. Ich auch. So, ich glaube aber. Kann so ich mich nur auf dem eigenen Schiff porten, indem ich erst auf der Erde runterporte und dann wieder hoch? Ja. Ganz blöd gemacht. Okay. Ich gehe mal dahin. Gut. Das heißt, das habe ich jetzt soweit geklärt. Hau auf! Hau ab! Komm, lass es weggehen. Ich meine alle. Oh! Man kann übrigens Shift klicken und dann alles auf einmal ins Inventar. Da. Wie kann man einzelne nehmen? Man kann bestimmt auch einzelne nehmen. Hallo. Hi. Kann man einzelne nehmen? Keine Ahnung, was meinst du jetzt mit einzelnen nehmen? Einzelne Items aus einer Kiste nehmen. Ich nehme nichts raus, keine Sorge. Aber du hast ja gar keine stehen. Doch, die Standardkiste habe ich stehen. Was? Wo steht denn eine Standardkiste? Link hier links, dieses Terminalartige. Meinst du das hier? Das hier? Ah, okay. Ja, einfach nehmen und ins Inventar ziehen. Ja, dann nimmst du ja alles auf einmal. Ach so, du meinst... was hast du denn da? Einzelne von einem Stack zum Beispiel. Geht das überhaupt? Mach die Tür auf das Essen. Mit Rechtsklick halbierst du's. Siehst du? Ja, das habe ich auch schon gesehen. Aber einzelne. Ja, aber du kannst dir so lange halbieren, bis dein einzelnes... Ich kann essen, das ist mein Captain. Kein Essen. Habt ihr kein Essen bei euch an Bord? Oh, wie es da wohl weitergeht, ob Streske den Captain von Laitara essen wird, das werden wir leider erst in der nächsten Folge sehen und die kommt morgen um 14 Uhr. Also schaltet ein, guckt es euch an, ich würde mich freuen und dann sieht man sich im nächsten Video. Bis dann, Leute!